Gut, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem 0:1 der SV Elversberg gegen den SSV Ulm und begrüße auch nochmal insbesondere die beiden Trainer, zu meiner Linken Herr Bachtaler aus Ulm und unseren Cheftrainer Roland Seitz. Ja, wie immer gehen die ersten Worte an die Gäste. Herr Bachtaler, ich darf Sie um Ihr Fazit heute bitten. Ja, ich denke, wir haben am Anfang ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, haben die Spielkontrolle gehabt und ja, uns war natürlich klar, dass Elversberg ja, hohe Qualität hat, das hat man dann auch im Laufe des Spiels gesehen und wir mussten dann natürlich auch die eine oder andere brenzlige Situation überstehen und es war natürlich so ein Spiel, das sich in beide Richtungen hat entwickeln können und ja, ich denke, wir haben dann natürlich das Quäntchen Glück auf unserer Seite auch gehabt bei einem Pfostenschuss in der zweiten Halbzeit, haben es dann aber aus meiner Sicht einfach versäumt, natürlich auch unsere Konterchancen sauber zu Ende zu spielen und haben dann eigentlich durch einen überragenden Spielzug natürlich das 1-0 gemacht und ja, von dem her denke ich mal, war es wie gesagt der sehr, sehr intensives Regionalligaspiel von zwei guten Mannschaften. Und wie es oft jetzt auf diesem Niveau ist, entscheidende Kleinigkeiten. Und die konnten wir heute wieder für uns nutzen. Und da sind wir natürlich sehr, sehr froh und freuen uns über die drei Punkte. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Seitz, Ihr Statement heute. Ja, könnten wir eine Schallplatte auflegen, wie es immer schon war in den letzten Spielen. Haben am Anfang wieder ein bisschen gebraucht, bis wir reingekommen sind. Haben das aber dann überstanden, diese Phase, diese 10, 15 Minuten und dann haben wir, glaube ich, schon peu à peu nach vorne getastet, haben die ersten Möglichkeiten gehabt und ja, auch da geht die Schallplatte weiter, machen wir die Dinger halt nicht rein. Kohler, erste Halbzeit, Riesenchance, wieder ein Lattentreffer von Egelseder in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit genauso, Pfeil, Riesenchance, dann Pfostentreffer von Meha. Das passt dann zu uns und ja, man muss dann sagen, sicherlich haben die Ulmer das dann am Schluss gut ausgespielt, aber war natürlich dann in der Phase ein katastrophaler Fehlpass von Dekerci, der natürlich nicht passieren darf und deswegen ist es umso bitterer, weil normalerweise müssen wir das Spiel gewinnen. Wir waren einfach besser über die 90 Minuten, wir haben auch die besseren Chancen gehabt. Aber das passt halt zu uns, dann spielst du nicht 0-0, dann verlierst du das sogar noch und das tut dann sehr, sehr weh. Aber gut, abputzen, geht weiter, hilft ja nichts. Ja. Dankeschön. Danke. Wenn es noch Fragen gibt an die beiden, bitte ich noch um kurzes Handzeichen, damit wir das Mikrofon nach vorne geben können. Keine Fragen? Gut, dann komme ich noch schnell zu den anderen Ergebnissen. Gestern Abend hat bereits ein Spiel stattgefunden, Wormatia Worms gegen Hessen 3 1-0 und heute verliert der FC Homburg gegen Hoffenheim 2 mit 1-2. Astoria Waldorf unterliegt Mainz 05 2 mit 0-2. Und Pirmasens unterliegt Freiburg 2 mit 0-1. Für uns geht es nächste Woche auswärts weiter in Hoffenheim. Das nächste Heimspiel dann wieder in zwei Wochen am 15. September um 14 Uhr gegen Hessen 3 Eich hier in der Ursafam Arena. Bis dahin wünsche ich allen noch eine gute Zeit, Ihnen und Ihrer Mannschaft erstmal eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Dankeschön.